beide. Der 359 war das letzte Mal nicht dabei, Tiedemann und so. Seitdem die diese scheiß Streckenkäse dazu haben, ne? Ja, genau. Dass du die Daten hin und her schicken kannst. Macht es Ärger. Zeig ich mein Handy wieder hängen. Ach, das liegt doch noch im Auto. Ah. Er lässt sein Handy im Auto. Ja gut, bei dem auf dem Dorf klaut sich auch keiner was. Was sagen, hier kannst du die Haustür offen lassen, da kommt keiner rein. Bei mir höchstens, was bei dir, was bei mir geklaut wird, ist die Kiste Bier. Ja, das beziehungsweise, die lassen die Kiste da und die Flaschen auch, aber die trinken den Inhalt aus. Die Schweine. Ja, das liegt bei mir in der kriminellsten Stadt Deutschlands anders aus. Den Titel hast du ja tatsächlich schon inne. Ist halt, ja, halt Dorf, ne? Hier kennt jeder jeden, also. Wenn hier was unnormal ist, da achten schon die Nachbarn drauf. Das sind ja nicht viele Leute, die man kennen kann. Das sind ja nicht viele Leute. Ich wohne ja auch auf dem Dorf, so gesehen. Aber glaub mir, wir haben so viel Zuwanderung bekommen, dass die Zeit vorbei sind. Echt, wa? Ja. Ich meine, gut, ich bin hier auch zugezogener, ne? Wenn man es so nimmt. Ich bin ja kein richtiger... hier richtiges Dorfkind von hier. Ja. Ja, ich weiß schon, welche du meinst. Man da angeflogen kommt, ne, durch die Schikane. Gefühl, wir werden in letzter Zeit auch echt von diesen Pferden umzingelt, ne? Der hässlichste Arsch im ganzen Grid. Junge. Nein, ganz ehrlich, wenn das Auto komplett schwarz ist, dann sieht das gar nicht so hässlich aus, aber... ja, eine Schönheit ist es nicht. 422 war wesentlich schöner, das war noch ein Ferrari, das hier schon was anderes. Das war der 488er, fand ich auch schick. 488. Oder ganz früher 485. So, geht noch schnell Gewicht machen, bevor es losgeht. Komm mit rein. Lars, was sagt die Uhr? 13:49.
Papi. Die werden aber schon vorher beim Mammel durchgeben. In der Server. Oh, nächste Woche wieder auf die Insel, ne? Ja? Ja, ich muss noch eine Woche rüber. Anordnung von Chef. Ich soll den Jungs ein bisschen auf die Füße schauen, wollte ich gerade sagen. Hier auf die Hände schauen. Habe ich noch meine Arbeitsbrille auf? Ich muss mich die anderen noch mal aufsetzen. Information der Rennleitung, in 3 Minuten endet das Free Practice, das heißt, die Ampel wird auf Rot geschaltet, wir winken alle Fahrzeuge ab, das Safety Car wird sich am Boxenausgang positionieren, bitte dann keiner mehr die Boxengasse verlassen und alle eine gültige In-Lap fahren und wenn dann alle Fahrzeuge in der Box an ihrem Boxenplatz angekommen sind, werden wir den Sessionwechsel durchführen. Wieder da. Oh! Was ist da passiert? Ich bin nur dagegen zu halten, Alter. Hält dagegen und ich hab einen Querstern minimalen, hab einen minimalen Rutscher. Sinnlos dagegen soll dem GT4, echt. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nur eins sagen, mein Speicher ist rabbelvoll, ich bin
und meine PV-Anlage produziert wie ein großer. Ah. So, der Rivers Rob. Moment. Wie Fabian. Genau. Und Session Swap. 2. Come on, let's go. Jo. Perfekt. Ah, und ich bin wieder auf. Ja, mich auch. Das ist ein Kackback, ey. No, da steht das Safety Car. Und macht die Linie zu. Ey Mann, wo ist unser Auto? Der Benz sah gut aus. Leicht zerlegt. Hm? Ich dachte, der Benz sah gut aus, leicht zerlegt. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, da müssen sie auch ein bisschen als GT4-Fahrer mal bisschen mit nachdenken, ne? Ich weiß, ich bin da auf Außen, da hast du gar keinen Grip. Also allgemein ist der Kurve kein Grip, das ist der Außen noch weniger, als wenn du mal Quersteher und der weiß auch nicht, warum der da zwei, drei Kurven dagegen hält. Ich kann's dir nicht sagen. Lass schon mal eh was zu trinken und dann bin ich wieder da. Mach das, trinken habe ich hier schon stehen. Jo, bis gleich. Bis gleich. Wieder da. Ja, der eine kommt, der eine geht. Moin. Das Auto habe ich, wie ich sehe. Ja. Das hat dir Fabian die Runde schon gegeben. Sehr vorbildlich. Und Jerome hat nochmal schön GT4 abgeräumt. Ah, ah. Ja, der GT4 hat aber auch richtig zugehämmert, die Tür da. Das war gerade ein bisschen sinnfrei. Haben die schon was durchgesagt, wann die jetzt konkret hier... In drei Minuten soll es Session hier wechseln sein. Okay, dann fahr ich nicht mehr raus. Nö, nee, ich kann's auch nicht mehr. Steht der Safety Car vorne an der Linie. Der hat die Boxenausfahrt zugemacht. So. Ich schätze, waren 3-3, gell? 4-3, also hinten 4, vorne 3. Oder 3-3. So wie es eingestellt ist, ist es auf jeden Fall richtig. Ja, ich hab glaube ich gespielt bei mir. Ah, sehen. Okay, nee, passt. Hinten 4, vorne 3, ja. Passt. Muss nur gucken, ob der Hintern ein höher ist. Ja, ich auf 80. Auto ist voll. Bremse. Ja, Bremse 2, also. Ja. Jetzt. Tor 2 raus, oder dann läuft doch. So, wir wechseln dann gleich ins Rennen. Laut. Ist es diesmal so laut? Okay, Server 22 Grad. Ich setup mal nochmal durch. Sturz vorne zwei Klicks raus, hinten zwei Klicks raus. Telemetrie-Runden mache ich mal auf 99. Mhm. Falls man irgendwas nachher beweisen muss.
Ja, stimmt. Auto voll, Reifen trocken. Reifensatz 3 starten wir. Ja, okay. Zweier. Ich fix das ja so oder so gleich nochmal bei Drive rein, ne? Achso, ja, kann ich machen. Drücke ich mal ja ein bisschen runter, weil ich habe vor 20 Grad. So. Teilen wir mal einen Link vom Stream. Und dann locken wir mal einen ACC Drive ein. Kopieren. Einfügen. Connect. Und ich bin Jerome Eckert. So. Ist klar, jetzt ist das ist der Besuch da. Also logisch. Denkt daran, gleich rein zu swappen, ne? Hm? Ich wollte gerade sagen, statt noch, ja, die 5 Plätze dabei, oder was? Jo, bin im Auto drin. Jupp, sehe ich. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Wenn doch, werde ich merken. Ui, die Strecke ist auch ganz schön warm, ne? 29,7 Grad. Luft bei 22,6. Geht. Hält sich in Grenzen. Ja. Gibst du Gas? Nee, ich hab das ja nicht. Ich geh kein Gasinput. Wie schon. Jetzt ist Gasinput.
Ah, Fabian fährt auch noch. Bremsbalance von 52,2. Ja, die 51,8 waren mir dann doch ein bisschen zu arg. Ich bin mir echt gar nicht sicher, wo der Sweet Spot ist. Wenn wir 51 hoch oder 52 irgendwie in dem Bereich. Aber exakt festlegen konnte ich mich da irgendwie nicht. Nee, das stimmt. Wollen wir mal gucken, ob wir da gleich mal am Start. Schikane wird gleich interessant und oben die Spitzkerre hoch. Ist ja nicht mal letzter GTD3. Nee. Letzter. Ja, einer hatte noch. Hat auch eine Strafe gekriegt. 4 Plätze. Die Sache ist ja, 5 Plätze bekommen. Wir haben aber Quali auf 23 gehabt. Genau. Von daher. Deswegen war es echt top. Schon. Wir sind jetzt gar nicht. Also, weißt, nett Schlüssel. Ja, also. Also, alles top gemacht. Ja. Dankeschön. Das war gestern echt ein super Ergebnis. Definitiv. Halt nur ärgerlich, dass wir so blöd waren und uns zu spät angemeldet haben. Sonst hätten wir einen richtigen geilen Platz gehabt. Ja, stimmt schon. Ja. Ja, mein Gott, 5 Plätze auf 8 Stunden, ich glaube, die kriegen wir irgendwie wieder rein. Ja. Sauber bleiben, bin ich mir zu gesehen. Also das Rennen an sich, wie also in Paul Ricard, das war ja eigentlich, bis auf die kleinen Schnitzer, war es eigentlich ein gutes Rennen. Na? Ja, definitiv, da wäre auch mehr drin gewesen. Da wären so Top 20 Schwelle drin gewesen. Deswegen, wir schauen mal. Also, wir konnten bis jetzt unsere Leistung noch nicht richtig zeigen, das ist... Ja. Ich meine, dass wir keine Top 10 oder so anpeilen brauchen, ist ja klar, aber so 18, 19, 20 so in dem Bereich, hinteres Mittelfeld. Wenn ich eine 1 vorne stehen haben, warum nicht? Ja. Gut, Moto Mavic hast du, super. Alles klar, dann. Wie gesagt, viel Glück. Bleib bei alle, komm gut durch. Ich sitze hinten auf dem Auto, guck, was dummes drumherum passiert. Und Lars, denke ich auch. Ich bin ein bisschen weiter vorne. Ja, okay. Oh, das war das falsche Auto. Bin um Platz 20 da mal. Schau mal, was da so los ist. Fahren die denn? Safety Car ist gerade rein in die Box. Oh, der lässt aber ganz schön viel Abstand. Green light, green light. Go, go, go. Ist er denn der bremst? Oh, was war das denn? Komm nicht. Von rechts. Free right, rechts. Ich hab schon geklopft. Car on the right. Clear on the right. Noch daneben. Noch einer neben dir. Von innen. Clear on the right. Bist vorbei, sehr schön. Junge, der Bentley ist so schnell auf der Geraden, ne? Alles clean. Oh. Kommt einer von rechts. Ja, der steht jetzt nicht da rein, oder? Steht sein Ernst? Doch. Car on the right. Und noch neben dir. Clear on the right. Vorbei. Ist links von dir. Clear on the left. Junge, jetzt wird's aber kribbeln. Immer noch hier. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Bist du vorbei? Nee, ich bin neben der Auto. Ich bin vorbei. Lambo von links. Car on the left. Den müsstest du haben. Ist auch mit der Nase neben dir. Jetzt hast du ihn. Wunderbar. Deiner. Fisch.
sind ja gar nicht so weit weg. Schon drei Positionen gut gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Scheint eine sehr ruhige Startphase, wa? Das ja, das ist echt top. Sozusagen. Also vorne hat es auch nicht geknallt, kein Meter. Haben sich alle da richtig viel Platz gelassen. Und ihr setzt euch auch schon von den hinteren Leuten ganz schön ab. P27 ist 1,8 Sekunden weg. Den vorhin fehlt schon von der Konsole früher. Mhm. Weil damals war das voller Überflieger, weiß ich noch genau. Ist aber irgendwie gar nicht mehr, keine Ahnung. Du wärst auch selber besser, ne? Ja, das stimmt wohl. Einige sind von Anfang an schnell, aber haben keine Steigerung. Das stimmt. Einige steigern sich dann, ne? Ach, mach mal meine Wohnzimmertür zu, immer dieses Auf und Zu hier, ey. Das geht mir so auf den Sack, ey. Ah ja. Die Szene kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Lambo vor, da vorne hält wieder den ganzen Train auf. Hier Train. Interessant. Wieder Quersteher. Komm hier Äste. Ist geil, der BMW-Fahrer, ne? Ja, dann zeig ich ihn da mal, ist aber alles normal. Ja, gibt Lichttupe und ist selber nicht schneller, also was. Naja. Wild. Mhm. Der bremst nicht früher, ah ja. Ja, hier kommen wir dann da drum. Da wollen wir nicht einlegen. Ja, wenn man raus wäre da, ne? Ja. Aber nicht wirklich. Ah, der ist aber auch wild am Querstehen da mit seinem hier. Ja, hier ist eben eine Chance in der Kurve, mal, wenn er da richtig weit raus ist. BMW demnächst. Der kann ja den Windschatten richtig hören. Oh, was da? Gut. Da war aber mal gar keine Lücke für ihn. Versuchen kann man nicht. Ja, aber. Sind alle Profis hier. Ich kann das schon mal probieren. Logisch.
Boah, da war ja rein nichts, also. Recht von dir. Tür an Tür. Ah, schöne Aktion. Schön gemacht. Schön genutzt. Da hat er auch gerade mal alle Hände voll zu tun. Aber wie gesagt, war nur eine Frage der Zeit, wann du da vorbeikommst. Sitzt eigentlich Benny mit auf dem Benny sitzt tatsächlich mit drauf. Auf dem Bentley. Sie sind heute nur zu zweit. Schlachtkreuzer. Von diesem Ding hat ja so viel Dampf auch ergraben. Ja, aber eine gute Strecke finden hier. Ja, Benny hat sich schwer getan die letzten Tage beim Trainieren. Zumindest hat er es den Anschein gehabt. Wie Randale Racing. Ja, es hat auch Quersteher zum Exit. Hat er da schon wieder so einen fetten Quersteher? Ja, jetzt geht der BMW gleich vorbei. Ey, wenn der schief gegangen wäre, dann wäre der BMW mit in den Tod gerissen worden. Mhm. Er war schon innen neben ihm. Mach er auch jetzt vorm Sterben. Willst du dann gleich den zweiten Stint übernehmen, oder? Kann ich machen. Wir sind da ja alle so nicht so. Wir sind flexibel. Ja. Was ja auch im Grunde nicht falsch ist. Nö. Was muss 8 Stunden sind? Ja. Oder ich zieh dich ran. Besser. Neben dir. Seit wann ist der BMW so scheiße schnell geworden, ey? Merkwürdig, ey. Das war sonst immer vom V-Markt her ein Auto, was. Ärgerlich, musstest du lupfen. Du hast ja keine Chance, weil du aus dem Windschatten bist. Ja, Beschleunigung ist
Das ist wie eine Luftpumpe, das Ding dann. Und das ist gefühlt aber bei jedem Auto, wenn du hinter ihm bist. Mit dem Lambo. Ja, sag mal, jetzt bremst du mir aber aus. Jetzt verlieren wir die da vorne im W-Leben. Ja. Alter, wirklich, ich steh auch gerade ab. Du gehst E-Team da vorne, was? Das ist gerade ein bisschen Mühe unterwegs. Ja, Tatsache. Ist das GSE, ja? Das GSE, ja. Eins von denen. Wenn deren Rigs so sind, wie sie fahren? Oh, das war fies. Entschuldigung. Oh! Oh! Da war einer in der Planke. Ah ja. Die Ferrari, da wo der hingehört. Ich hab grad mal einen Moment weggeguckt. Ich hab nur ganz kurz gelb gesehen und dann stand das pinke Ding da in der Ecke. Das ist der vorne aus, der Schlachtbombe hinten kommt oder? Die Badewanne. Aber ihr seid. Aber wir kommen allgemein jetzt vorne ran. Irgendwie. Wir hatten die vorne wieder gebremst. Wohin? Ja, das ganze Train eigentlich, oder? Ja, das ist. Der ganze Train wird da gebremst. Du meinst, ich, ah, geht nicht. Ja, pass auf, pass auf! Ja, wild! Gut geregelt! Ich hab auch BMW wieder. Wild! Deswegen war der Train da. Da war ein GT4. Noch vier Autos vor uns hintereinander. Das ist noch jede Menge. BMW Gedankenheit. P18 ist in Sicht. Durchaus, ja. Ich hab mich jetzt. Also ich hätte jetzt eine Funkers Yellow erwartet. Wenn mehrere Autos mit reingezogen werden vielleicht. War aber nur da eine. Ja, er kommt nicht ran, die kommt nicht an der Scheide, das ist so. Junge, zieht der BMW ja schnell hin, du. Meine Fresse. Ja, aber ich nicht rumkommen. Du kommst einmal nicht rum, kriegst auch noch dann die Rotation. Mhm. Dann kannst du nicht mehr aufs Gas gehen, sonst kommst du nicht rum. Das hab ich so oft das Problem gehabt hier. Bevor ich McLaren macht wilde Dinge. Ja, der. Sollte dir gehören, wenn es kein McLaren wäre, sollte dir gehören. Ja. Das Schlimme ist nur, der schnupft. Ja, siehst du, er haut. Das ist echt eine kurze Gerade. Haut da aber wieder ab, ne? Das ist der Hammer. Es ist. Der wäre gar nicht kein McLaren gewesen, wäre. Ja. Genau hier wieder, der schluckt mich nachher wieder. Da brauchst du auch gar nicht gegenhalten, das ist. Da kommt er mit so viel Überschuss. Ja, da kommt er schon wieder anmarschiert. Pass auf, Blue Flag. Geht die 4 vor uns. Ja, geil gemacht, schönes Ding. Stark, Fabian, ganz stark. Da hat ihn richtig ausgetrickst. Frechheitssieg. Aus dem Leben genommen.
Das wäre jetzt ein Clip wert. Durchaus. 7 Stunden 42. Ja. Ich schreibe ihn mal auf. Ja, taktieren, ne? Auch mal die GT4s mal zum Überholen nutzen. Ja, aber guck mal, wie du vorbeikommst jetzt. Mhm. Geil! Stumm zugemacht! Gib gleich Tube und mach die Tür zu. Was ein Rin, ey. Ja, das war mal. Acht. Ja, fast eine Sekunde. Wieder. Ja, wir haben jetzt eineinhalb Sekunden nach hinten. Ja. Ich meine, die können wir auch ganz schnell wieder verlieren, ne? Ja, klar, vor allem wenn wir mit dem Training. Ja, pass auf, wir kriegen dich auf den Graben. Der BMW kriegt ihn gleich in der Schikane, pass mal auf. Ja, der steht wieder in der Schikane fest. Oh! Ja, was? Junge! Was war denn das jetzt bitte? Was war das denn? Ist der komplett. Das hat Erden davor gehabt. Das Lenkrad ist cool. Scheiße. Ja, haben wir auch. 30 Sekunden Schaden. Ja, Report, wa? Ja. No. Welche Runde? Runde 10. 11, ne? Runde 11 vor der Schikane, sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ja, das Problem ist, Fabian muss den. Ah, ne, ich kann ja den Report machen. Ich kann den Report machen. Ja, ja, klar. Infozentrale Meldung. Turn 5, sagtest du? Ja, also vor der Schikane ist halt Turn 5, aber ist halt auf der Geraden gewesen. Die Leute eigentlich nicht aufs Radar. Ja, die also Helikopter habt ihr installiert. Turn 4, also. Sind gerade. Der T4 ist halt der Rechtsknick berghoch. So, 3, 4, 5. Welcher Fahrer war das? Warte, ich gucke Replay, so, das ist der McLaren 396, das ist 396. Pitzel. Pitzel? Pitzel. G. Pitzel? Ja. G. Punkt. Ich kann einfach links kurven. Ey, was macht der? Der will links am Mercedes vorbei, aber weiter nach links fährt, ist phänomenal. Also wirklich. Streckenabschnitt Kurve 4 bis 5, ne? Schreibe ich ja. Mal. Ja, ja. Vorfall. Wobei, nee, der trifft den ja. Das ist ja der Knick hier, der Rechtsknick. Kannst du auf T4 schreiben. Ja, ich T4. Ach nein, jetzt habe ich das weggeklickt. Ich Idiot. Ah, voll Idiot, ey. Ja, was machen wir jetzt überhaupt strategiemäßig? Wie fährt sich der Wagen, Fabian? Es geht. Es ist nicht gut, aber es geht. Es ist ja so ein Popstop. Ich glaube, ihr seid hier. Okay, dann bleibe ich mit Golden. So, 3,69 war das, ne? Okay, Punkt.
T4. Runde 11. 4. Ich habe eine Drive-Thru für Speedy in Pitlane bekommen. Geil! Karma. Wir waren ja schon neben ihm. Muss mal gucken, wie weit er nach links sieht, weil rechts ein Benz ist. Als wäre der Benz 3 Meter breit. Naja. Na, mal gucken, was kommt. Halt jetzt echt ärgerlich, weil es Schweine viel. Ah. Weil wir über eine halbe Stunde nimmt sind. Wenn wir den Neustarten gucken, was es euch noch kosten wird. Ja, es wird tatsächlich fast 3 Sekunden auf die Runde. War das 3,96? War das die 3,96 oder 3,69? Der Pixel. Ich glaube 3,96, glaube ich. Oh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh, nee, ne? Ja, alles gut. Kann ich ja noch ändern. Also selbst bei Topspeed verliert man ewig viel Zeit. 3,96, also 3,96. Weil 3,69 ist weiter vorne, dann ist Kann ich das noch sehen, Medic-Formular? Ich glaube eben Discord, oder? Warte mal. Noch nicht drin. Ich meine, ich habe den Namen dazu geschrieben. Also ist jetzt noch nicht. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht sind sie ja auch nicht so wegen Zahlendreher. Naja. Ja, ansonsten schiebe ich das gleich wieder hinterher. Das ist nicht das Problem. Oder du rennst mal eben zur Reko. Ja, kann ich auch machen. Würde ich fast schon machen an deiner Stelle. Ja, ich gehe schon. Ich komme gleich wieder. Jo. There's a car in the mid lane.
mit rechts und von außen. Gut, der Bentley. Doch schon ordentlich Carnage auf die ersten Runden. Knapp eine halbe Stunde. War richtig, alles gut. Ja, gut. Ja, ja. Ist gemeldet. Hat er, gucken Sie sich gerade an. Perfekt. Ich lasse euch kurz für eine halbe Stunde mal allein, ne? Komm dann gleich wieder. Muss wenigstens oben Hallo sagen. Jo. Bis gleich. Ach, wenn was ist, Handy habe ich dabei, ne? Ich klinge dich wach, wenn du einschläfst. Aha. So, der Bentley kommt auch schon wieder von hinten. Obwohl der eben der saftig da rechts eingeplankt ist, glaube ich. Ja, nee, so schlecht sieht er nicht aus. Ich hab den Schaden nur.
ausbremst, Anna. Und da kommt das so. Gerade ausfahren, ist mein Lenkrad bei 45 Grad gleich drüber. Ach du Scheiße. Was haben wir für eine Driver Time? 1:05 oder so, ne? Soll ich gleich so. Keine Ahnung, vielleicht 7:05, vielleicht 7:10 schon reinkommst. Dass man die nächsten dann weiter ausreißt. Ja, wenn erstmal noch mehr ausgeschaltet, den Spritverbrauch, den ich hab. Nicht der ganze Eintrag auf der Unterzeit ungefähr. Aber auf jeden Fall war ich früher rein. Thank you.
läuft. Leon läuft. Tschüss, neben dir. Wieder weg. Rechts von dir. Ja, kann ich machen. Das wird immer schlimmer. Das wird ja voll. Teil Set 4. Rücke haben aber gepasst, ne? Ja, ich weiß nicht mehr. Weil links sind, ich kann es nicht sagen, weil links war es zu hoch. Rechts ist es so niedrig. Das war wegen dem Unfall, das ist natürlich ein bisschen abgefahren. Ja, ich meine vorhin. Ja. Weil es wärmer wird. Und gleich. Nee, ich brauche gleich Temperatur. Viel wärmer wird er dann nicht werden, vielleicht ein Grad fehlt drüber noch, aber vielleicht noch kälter jetzt. Ja, will ich tatsächlich mal noch 0,1 drauf machen, da glaube ich zu niedrig. Okay. Schicke ich gleich rüber. Sorry. Alles gut. Passt schon. Ich wollte eigentlich auf Stadt schicken, da war mein Finger kurz ein bisschen zu schwer für die Maus. Scheiße. Alles gut. Ich wusste, dass es den nicht kommt. Kennst du denn auch, wenn du den Finger auf der Maus liegen hast, dein Finger da absackt? Müsste mal alles da sein. Dann tue ich mich auch Kampflute, Gewicht machen und ich schmecke auf kurze Hose und dann ja. Bis gleich.
Ready. Komm ich rein. Jo. Nochmal gegen korrigieren, ob Reifensatz 2 angezeigt wird. Wir schreiben Satz 4. Ist der weiß oder grau? Weiß. Gut. Denk am Blinker und Boxenlinie. Gott. Stehen wir eine Minute, ne? Minute 10. Boah. Giro. Was? Das Auto an war. Ich bin noch drauf. Achso, ja. Okay. Ich dachte schon, ich bin noch auf der Strecke. Alles super, danke schön.
Der hätte ja ewig Platz gehabt. Ja, ja, sag ich ja. Das ist ja fast wie Abdringer aus irgendwie. Das ist da die Stelle, aber. Aber gibt's hier keine richtige Driver-Time bei der WES? Dann hab ich noch was falsch im Kopf. Nee, gibt's hier nicht. Dann hab ich hier was falsch im Kopf, stimmt. War Driver-Time, ne? Ja. Lasse, ey, schon bevor ich ihn kontaktiert habe. Ja. Ja. Also bitte. Vor allem, er sieht mich ja fett, dass ich hier den Kugelschuss angucken darf, wenn ich hier gehe. Ja, du durchwärst nicht mal Benz gewesen oder wie ein Mähdresch oder so, wie breit er war. Ja. Vor allem, ich bin schon neben ihm, dass die dann nach Hause fallen. Ich war bei ihm im Rückspiegel da schon gar nicht zu sehen, der Kamera. Aber das ist die Nasenfalle, ja. Ja, der ist nicht so hart Alblang, glaub. Thank you.
in die falsche ATC Drive Ding rein? Nee, wieso? Ja, du bist in der Session bei uns gar nicht drin, ich kriege ja keine Daten von dir irgendwie. Hä? Aber wie konntest du mir denn vorher was schicken? Ja, verstehe ich gerade auch nicht. Spack das Programm wieder rum. Ja, dann macht das Programm wieder Probleme, geil. Dann mach ich manuell. Geil. Zeit werden wir sonst noch Zeit. Ah, das ist ein Müll, echt. Ich hab das Programm schon immer gehabt, genau wegen sowas. Was sagt denn bei dir unten rechts die Anzeige, wie viel Liter pro Runde verbrauchst du ungefähr? 2,96, sagt mein Dash. Hey ho! Jo! Habt ihr die Rego-Entscheidung gesehen? Nein. Rennunfall. Nee! Jo! Ich sag doch nichts. Wo ist das denn ein Rennunfall? Keine Ahnung. Das Zeug will ich auch laufen. Geil! Also, ja, der Stream läuft. Ich will mich da jetzt so nicht äußern. Das machen wir dann mal. Ja, ich hab's mir gerade noch mit der Wiederholung anguckt. Er sieht, wie im Rückspiegel anfliege. Dann macht halt seine Lenkung komplett auf und lässt sich komplett rüber treiben. Ja. Und das schon bevor es zum Kontakt kommt. Ganz klar, Rennunfall, auf jeden Fall. Ja, und nächstes Mal, wenn wir einen Überschuss im Roll will, lass mich auch von Hause treiben. So. Obwohl ich neben mir ist, das ist auch ein Rennunfall dann. Ja. Es ist halt merkwürdig, die letzten Meldungen, die wir machen, merkwürdigerweise andauern Rennunfälle. Bei Deutschen Bahn nennt man das immer Streik. Hm.
Jerome ist rausgeflogen aus dem. Ja, irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht. Okay. Wie viel Fahrzeit hast du jetzt noch, Jerome? Was hab ich? Wie viel Fahrzeit? Ich hab noch 8 Tonnen Stunden Sprit. Ach da, 19 Minuten. Okay. Ach stimmt, ja. Hm. Okay. Ja, dann kann mit Jerome auch nichts checken, ne? Mach manuell. Ich liebe aber den konnte mir vorschicken. Ja, das verstehe ich auch nicht. Scheiß Programm, ey. Wie sehen deine Reifendrücke aus, Jerome? Die sind gut. Okay. Ich kann nicht 7, ich kann nicht 3, ich kann nicht 9, ich kann nicht 7. Sag mal, hat einer schon hingeschmissen? Oh, ist einer vom Server, ja. Meine ich doch. Oder Disconnect. Ah, da haben einige noch. Ach so, ich sehe gerade, da haben einige noch keinen Boxenstopp. Ihr habt den Boxenstopp vorgeschoben, ne? Ja, ja. Ja, alles klar. Was sagen, so schlecht waren wir doch gar nicht unterwegs. Ja, mussten wir. Ja, alles gut. Ja, wegen dem Schaden, logisch. Der Schaden hat natürlich auch nochmal richtig durcheinander gebracht. Fulcus Yellow in 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Full Course Yellow now. War ein bisschen früh schon. Ja. Oder der Fahrer ist ein bisschen spät. Aber Überholverbot war schon. Ja. Ja, eben. Ich darf den Benz nicht vorbei. Ja. Ich hab gerade Schiss gehabt, dass der Fifi hinter reinkracht. Das ist auch ein Fall gewesen. Ja, genau. Wenn man da hinten mehr reinkracht, dann. Schade, weil da vorne ist der Porsche. Nee. Ah, ich kann. Mapping. Doch, da vorne. Da. Klar, vorne ist der Porsche. Ja, Mapping 8. Genau. Genau. Ja, danke, Herr Christian, läuft schon wieder wie üblich. Momentan haben wir echt die Scheiße am Schuh, echt. Zum Kotzen. Ja. Full Course Yellow endet in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green, green, green. Sehr gut. Die 328 hat sich gerade bei uns entschuldigt wegen dem Überholen in der vorhin. Deswegen hat er uns die Position zurückgegeben. Weiß ich gar nicht, wie du meinst. 328 hinter uns. Ja, der Ferrari. Nee, deswegen hat er ja gesagt. Deshalb haben wir euch fix die Position zurückgegeben. Achso. Achso, ein Laptop hier. Macht denn ja.
Ferrari ist Positionskampf. Der Porsche vor uns Positionskampf. Boah, ich geh mal ab, du bist scheiße, echt. Boah, komm wieder. Schon wieder. Los. Ja, schon wieder. Den snackst du gleich auf der Geraden. Ey, ey, macht er da langsam. Scheiße, das erste Warning. Ich wollte gerade sagen, das war doch ein Cut. Einmal Notiz, Christian. Jerome, erster Cut, 50 Cent. Hinter uns ist P12, der will vorbei. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, kommt von innen. Kommt von innen. Schön gemacht. Bin ich mal gespannt, was der Porsche daraus macht. Okay, ich wollte keine ganz langsam werden. Sag ich doch. Ja, aber er ist trotzdem, der bremst sich in der Schikane richtig aus, der Kollege. Der Voss kommt von außen. Nee, sticht zurück. Ja, dann geh doch vorbei, entscheid dich mal! Wenn ich schon Blinker setze. Ah, kannst du damit durchschlüpfen? Was geht er da so früh auf die Bremse, der Porsche? Was soll das? Ist frei. Sorry. Alles gut. Da konnte ich jetzt gar nichts machen. Nee, nee, alles gut. Junge, was war das? Der Porsche hat dem AMG aus. Der Porsche ging auf die Bremse, der AMG hat sich erschrocken und ist dann auch auf die Bremse gelatscht. Und du musst bisher dann auf die Wiese. Ist der Porsche-Fahrer gewesen, der hat zu früh gebremst. Gott, ey. Der fährt nicht. Alles klar. Fährt eine ganz merkwürdige. Den snack ich mir gleich, pass auf. Bin irgendwo eingehämmert, alles gut. Nee, nee, hab ich gesehen, alles. Außenfahrer. Nur, hat sich nur gedreht. Ja, ja da musste ich. Ja, alles gut. Sonst hätte er den AMG raufgerauscht. Aber der AMG wurde auch überrascht von dem Porsche. Ich wollte kurz vor 200 bremsen, weil ich dachte, es müsste so reichen, aber war noch viel früher. Ja. Der war richtig früh auf der Bremse. Null Damage. Alles gut. Christian sagte, sollte eventuell doch mal deinen kompletten PC neu aufsetzen, wenn die Programme so dir so viel Ärger machen momentan. Wahrscheinlich schon. Ey Mann, wo ist ein Zettel?
Oh! Oh! Warum bist du leicht auf einmal? Mann! Ganz ruhig bleiben. Da kommen welche, kommt noch her. Katastrophe, ey! Ja, ist gut, weiter. Kannst. Stopp. Da komm jetzt, Scheiße, da kommt. Mann. Kommt noch mehr. Jetzt. Schraff diesen Scheichhobel nicht. Ja, mein Dashboard hängt schon wieder, ey. Ganz ruhig hier rum. Schön ruhig bleiben. Ja, weißt du, da bist du im falschen Gang wieder, weil das Dashboard schon wieder hängt. Und dann passiert sowas. Denkst du, bist schon im zweiten, schaltest runter bis im ersten und drehst dich weg. Klar. Was ne Scheiße, ey. War ich wieder im falschen Gang. Ja. 5 4 3 2 3 4. Gänge zählen, ist das geil. Nicht jetzt im dritten Jahr bin ich. Wann pitten die anderen eigentlich mal? Sind alle so nach und nach jetzt schon reingekommen. Oh, das 4-1-3 aber trotzdem nicht hin. So weit nach hinten waren wir nicht. Naja, gut, zwei Dreher jetzt gehabt, ne?
und halt die 30 Sekunden längerer Boxenstopp durch die Reparatur. Gut, das macht was aus, ja. Ja, weißt du, ich bin im zweiten Gang. Denke, ich bin noch nicht im zweiten. Schalte runter. Ja, ein bisschen im ersten dann und dreht sich weg. Im ersten und dreht sich ein. Hm. Hardware-Problem. Sonst, hier das Ingame-Dashboard mal wieder anmachen. Hier die Anzeige. Ich schraub mein Dash hier gleich ab, wenn das so weitergeht. Aber immerhin mussten wir keinen extra Stop machen wegen der Reparatur, das ist schon mal gut. Konnten wir wenigstens so ziehen, dass wir nur den mit dem regulären machen konnten. Wegen der Scheiße jetzt verloren, ey. Thank you.
mein Gott. Du bist auf Map 1, deswegen. Ja, es hängt wieder an. Die kostet wieder ein paar Sekunden. Und jetzt läuft der schon wieder, ey. Gleich auf die Eier gerade, ey. Verständlich. Ich kann so nicht fahren. Und jetzt bin ich wieder der Arsch, der sich wieder weggedreht hat, ey. Mach dir keine Gedanken. Alles ist gut. Das ist wild vorne, ne? Die 4 ist so ein Eisenkram. Welchen Gang bin ich? Dritter. Danke. Steht nur N. Drei. Vier. Drei, zwei. Kann ich schon anfangen, Gänge zu zählen, ey. Vier. Drei. Der Riesch ist in der Box. Wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid, ne? Ich geb dir gleich einen in die Fresse, ey. Also ich meine dich nicht, ne? Nein, alles gut. Ich weiß, wie du es meinst. Scheiß Dashboard hier. Fliegt gleich alles. Sperrmüll.
sagst du mir ungefähr 5 Runden vorher Bescheid, wenn du in die Box kommst. Oder siehst du da? Sprit siehst du, ne? Wenn ich aktualisiert, ja, steht auch 5 Runden. Okay. Ist dann wieder Dashboard kommen nicht in Sperme, nur Elektro-Großgeräte. Oh. Dann entscheide ich für eine Seite. Nicht in der Mitte fahren, Kollege. Ey. In der Mitte fahren ist das muss man den. Bin im vierten, ne? Ja, bin ich. Ja, Copy. Bist du. 3. 4. 5. Ich bin im zweiten. Jo. Meine Flex sah ja gerade schon beim Auto rechts von mir. Nein, hast du nicht. Kann ich auch nicht, wenn ich ganz rechts bin. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, ich hab Kamera, ne, wegen Auto, sag Bescheid. Ja. Ich müsste das eigentlich mal filmen oder ich mal zeigen, das ist. Das ist eine 3. Auto links. Links frei. 2. Genau. Oh, der plankt ein. Eieiei. Gut reagiert. Wenn die Info bei Drive noch stimmt, ist jetzt 52 Minuten auf dem Auto. Könnte hinkommen, ja. Stopp muss ich selber einstellen, ne? Ja. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Reifendrücke sind soweit ja in Ordnung, ne?
die Pause. Weil, wie gesagt, ich habe keine Einsicht, ich sehe sie nicht. Die Pause aber. Gut. Dann übernehme ich die Drücke von dir einfach so. Kann ich mir die gleich nochmal durchgeben, bitte? Ja, mache ich. Da haben wir eine erste Reifen von links an. 24,9. Auto rechts. Rechts. Rechts frei. Ja. 25,4. Ja. 24,6. Sechs. 25,2. Haben wir. Schön. Reifensatz. 5. Okay. Ja. Ara hast du auch, super. Auto rabbelt voll. Ist ja klar. Auto links, links frei. Noch 10 Runden Sprit im Auto. Jo, alles klar. Dann kommt das ja mit 1 Stunde 12. Ich fahr die noch aus. 27 in nicht mehr in der Box. Ich bin gerade rausgefahren. Oh, SG30. Jo, T27 hat eine SG30 Spitting in der Box. Das heißt, den werden wir gleich haben, den vor uns. Kann nicht einer sein, der noch weiter weg ist, den hätte ich sowieso geschnuppt, früher später. Mhm. Ja, aber alles, was wir nicht überholen müssen. Ja, das stimmt schon. Leck. Bild hing gerade für eine Sekunde. So, die vor uns müssten jetzt gleich in die Box gehen. Ja, wir aber auch gleich. Geht nicht in die Box, okay? Dann kommt er eine Runde später. Ich gehe kurz nochmal Gewicht machen, dann bin ich bereit. Hoffe ich. Thank you.
wieder da. Jo. Ich hab ihn schon. Sehr schön. Hast du ihn überholt? Mhm. Okay. Müller holst du dir auch. Auto links, immer noch links. Drei. Geht da anscheinend gut die Ecke da innen, wa?
5 Runden noch, Lars. Ja, ich bin bereit. Danke. Platz 27 und 26 sind gerade im Positionskampf. Also die verlieren gerade richtig viel Zeit. Noch eine Runde rein, Lars. Bobby, bin bereit. Thank you.
Denk an die Boxenlinie. Gefahren. Ja, mal gucken, ob der Pitlimit drin ist. Danke, Lars. Ich versucht. Ja, aber gerade eine scheiß Situation für dich, aber bist echt super gefahren. Frage ich in meine Halle. Ja, kannst du da Gänge zählen beim Fahren? Wo sind ja, wir? Ja, das ist kacke. Aber ja, hast dich gut gewehrt. Ich konnte auch nichts machen, weil ich denke, ich war im zweiten Schalte ich runter ein bisschen machtlos. Wirklich. Ja. Ja, alles gut. Das war Hardware-Fehler. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Let's go. Denk an den Spiegel. Jo, danke. Ich teste mal was. Task Manager. Das schmeißen wir mal raus. Wenn der Tag jetzt nicht läuft, keine Ahnung, vielleicht ist dann besser. Du hörst mich noch? Ich höre dich noch, ja. Gut. Das schmeißen wir auch mal raus. Dann gucken wir gleich nochmal. Drücke sind echt top. Sehr gut.
lenk doch ein Auto. Das ist ein bisschen träge, wenn er voll ist, ne? Ja. Trinkst du auch? Ne. Ich hab mein OBS noch nicht fertig. Das Trainieren war wichtiger als OBS fertig zu machen. Ja, klar. Ich hätte gern gestreamt, aber naja, wie gesagt. Perfekt. Ich glaube, das ist gerade wieder rund, wo ich aufgehört habe zu fahren. Glaube ich zumindest. Weil die Uhr hat gerade auf die Sekunde kollidiert. Okay. Also im Delay Dash. Idle Dash. Kein Delay.
ich gleich mal gespannt beim Fahren, wenn ich wieder fahre, ob das runterläuft. Ja. Ich habe mich gerade von der Software getrennt. Kurz AFK. Yep. Mal wieder. Jo, hab ich. Ah, macht er mir die Tür zu. Oh, ich hab mich doch angemeldet, Kollege. Mach mir doch nicht die Tür dazu. Eieiei. Ey, nicht zickig werden, Auto. Thank you.
Ich bin auch muten, wenn ich nicht wollte. Ich sollte mich auch mal muten, wenn ich nicht spotte. Ach so, hast du die ganze Zeit mit mir geredet, oder was? Warum echt? Aber gerade eine wilde Situation da. Und der Porsche hat es nicht so ganz verstanden, dass ich wirklich schneller war. Ja. Kurs Yellow in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Full Kurs Yellow now. Pit Limit da. Gut. Kannst du die Reifen drücke? Was passiert? Keine Ahnung, voll kurz Yellow. Achso, ich hab's gedacht. Oh, ich komm oder so. Nee. Jerome, kannst du die Reifendrücke mal aufschreiben von dir? Plus. Vorne plus 3. Hinten war okay. Das war. 24,9 und 25,4 plus 3 jeweils. Okay, 24,9 und 25,3. Ja, also dann sind das 25,1 und 25,7. Ne? Die anderen stimmen. Ja, die anderen passen. Gut. Notiert. Oh, der Sturm ist abgeflogen. Full Course Yellow Ending in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green, green, green. Ah, ich hätte ihn Matt auch umschalten können noch, habe ich gar nicht dran gedacht. Naja, im Pit Limit saugt das Ding ja nicht so viel Sprit. Ah, schön, kalte Reifen wieder. Jedenfalls auch nur da los. Ja, alles gut. Wie viel Fahrzeug hast du denn? Ich bin gerade erst 23 Minuten auf dem Auto. Ja, ich hatte mal eben Kind eben gewisse Probleme mit ihm ab. Ja, Jerome hat sich zweimal gedreht leider. Weil er nicht mal wusste, in welchem Gang er ist.
Nee, einmal war ein Typ nicht vor mir direkt, direkt vor meiner Nase gebremst hat und ich stand auf der Wiese, musste ich mich drauf klatsche. Ja, das war der Porsche, den ich ja gerade eben überholt habe, weißt du? Genau, weil der 5, wo ich mich dann bremsen musste. Wo ich mich zurückgerundet habe. Und dann eben in der Linkskurve, wo Lars gerade eben durchgefahren ist, die ganz lang, die immer enger wird, ne? Denke ich, bin schon im zweiten Schall den ersten runter, ne? Ich bin einfach so gegangen. Weil ich dachte, ich wäre schon im zweiten, hab aber nochmal geschaltet und war schon im ersten plötzlich. Konnte ich leider auch überhaupt nicht machen. Programm mich momentan auch bei mir, ja. Kann. Und dann kann ich anfangen, Gänge zu zählen. Weil immer fängt. Macht Spaß. Schaden oder sowas, nur kurz Ich stand halt nur scheiße, kam's nicht so schnell weg, das war das Problem. Ja, dann schlich ja da wieder Gerüche, voll Idiot, weil Programme wieder voll die Hardware wieder nicht will oder Software. Ich hätte wieder gewisse Politik wieder da. Ja, macht der da jetzt keine Gedanken drüber, Jerome? Alles gut. Ärgert mich sowas. Ja, klar, es ist ärgerlich, aber sich da jetzt mal wegen schlecht machen. Nö, nee, klar. Schöner Ferrari vor uns. Oh. Oh. Das ist ja geil. Finde ich geil, dass wir den fahren.
Komm, lass mir noch ein bisschen Platz, Kollege. Kommt von links. Ja, sehe ich. Ganz schön weit vorne, die Jungs. Haben wahrscheinlich auch keine Spinnen durch Simhop gehabt, wo die Gänge zählen müssen. Und Schaden. Stimmt, denn die wahrscheinlich auch kein McLaren, die sind in die Karre gefahren. Ja. Wie immer die Scheiße abbekommen müssen schon wieder, ne? Ja. Klassiker. Kotzen momentan. Das lenkt doch ein.
war ich ein bisschen zu spät. Ist vorbei, gut. Hatte Hoffnung, dass er mir ein bisschen mehr Platz lässt. Na, der war schon ganz außen. Ja. Hatte anders Ding. Ging voll wie die Vorderachse-Kiste. Kann ich ja nicht ganz von der Strecke schicken, ich weiß. Alles gut.
Ja, komm rum, Auto. Vorderen Reifen drücke fallen wie ein Stein, ey. Aber nicht, weil ich hier Druckverlust habe, sondern Temperatur. Ja, 4 Grad schon runtergegangen jetzt. 4? Okay, das ist viel. Auto bleibt. 4 Grad Strecke und 1 Grad Luft. Eieieiei. Da habe ich mich gerade verfranst. Dankeschön. Auf der Station schicke ich dir mal Daten was. Copy. Die Sekunde hast du PT 20 wieder. Ja. Pass auf, das ist der Kollege, ich geh mal ganz weit nach links plötzlich. Ja. Machst du Rennunfall? Kannst du auch gleich auf der anderen Geraden. Ich habe eine ganz lange. Also kann ich? Mhm. Ich denke schon. Ja. Peter fährt gleich. Peter? Mhm. Geil.
Irgend so ein Community-Rennen. Ja, cool. Ist an der Arbeit. Grüß an dich, Lars. Solche Ausrichten von Peter. Danke, danke. Gruß zurück. Hab grad geschrieben, betrieb ich die Daumen, ich muss jetzt auch ins Briefing. Gut, Lars. Good luck und Gruß an Lars. Dreister Zuschauer. Ey, wirklich. Der Typ ist der Wahnsinn. Ja, komm rum. Was gibt er da wieder Gas da vorne oder was? So, mit diesen Spiechern fahren die hier. Lass mir durch, ich hab's eilig. Sorry, boah, da muss ich mal durch. Wenn er leer wird, kriegt er ein ganz schön leichtes Heck, ne?
Ja, fühlt sich so an. Bevor das Lenkrad sitzt, sitzt gerade noch nichts. Ja. Ich weiß. Das war, das war jetzt auch nur so eine Feststellung. Jo, Kabi. Muss auch vorbeifahren. Ich kann Blick jetzt, oder? Doch, hab ich. Ne, hab ich nicht. Sorry, ich habe aber raufgedrückt. Da habe ich nicht richtig durchgedrückt. Ich bin jetzt so böse ausgegangen, wenn du plötzlich links und durch und der. Ja, das. Ich habe den Blinker nicht richtig gedrückt. Das war mein Fehler. Was? Deswegen? Weil? What? Wofür? Ich gucke. Trikotentscheidungen. Geschwindigkeitsverstoß unter Rückkurs, Yellow. Nee. Du hast doch Pitlimiter drin. Ja. Kannst du mal gucken? Kannst du mal fragen? Ja. Race Control in Mumble oder in. Kannst du sowohl als auch. Ich geh mal rüber. Wir noch kurz ein Gewicht machen, dann bin ich wieder beim Sorgen. Ja, Bobby. Full Course Yellow in 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Full Course Yellow now. Da kommt keiner, ich geh mal in Mumble rein. Okay. Kommt keiner rein. Ja, dann geh in Mumble. Full Course Yellow endet in 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Green, green, green. Ich bin gegen.
Ich muss rein, Leute. Leute, ich muss rein! Oh, Leute! Ich muss rein! Was ist denn jetzt, Mensch? Ja, jetzt habe ich... Ja, what? Toll, ich bin ja, ich habe keine Info gekriegt. Full Course Yellow in 10 Sekunden. Oh, 10, jetzt sind wir disqualifiziert. 9, 8, 7, 6, 5, Full Course 4, Yellow in 10, 3, 9, 2, 8, 1, 7, Full Course Yellow 6, now. 5, 4, 3, 2, 1, Full Course Yellow now. Leute! Ja, dann hab ich Ende. Ach Mann, ey. Weil ich wollte jetzt auch nicht reinfahren, die DT wird jetzt diskutiert. Jetzt bin ich disqualifiziert. Wieso ziehen Sie sich da nicht sofort zurück dann? Erstmal. Tja. Ja, ach Leute, ich hab keinen Bock auf den Scheiß, ganz ehrlich. Warte mal, ich mach kurz die Streamers.